Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Wir haben einen Krieg beendet, haben hier den Sektor wieder geschlossen. Hier Lockenjack war das System, das wir zurückgeholt haben, ne? Haben jetzt diesen Teil des Sektors wieder angeschlossen hier und haben dadurch unser Flottenlimit jetzt genau erreicht im Moment. Das ist super. Dadurch bekommen wir jetzt hier wieder minimal mehr. Bilde ich mir ein, ne, dadurch, dass wir den Sektor geschlossen haben und hier nicht mehr so viel abgezogen wird an Overhead. Ansonsten, die Prethrin Scourge, ja, ist einigermaßen gestoppt. Oh, hier haben sie eine 36.000er Flotte. 37.000. Ob die sich da wirklich hier mit denen anlegen wollen, weiß ich nicht. Ich würde eher vermuten, nein. Aber vielleicht haben die irgendwo noch eine zweite Flotte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es wäre gut, wenn die irgendwo noch eine zweite Flotte hätten. Oder vielleicht ist deren Flotte so gut ausgerüstet, dass sie damit gegen eine stärkere Flotte, also mit mehr Punkten, der Prethrin ankommen. Kann sein. So, jedenfalls sind wir mit unserem riesigen Krieg beschäftigt. Und mit Husten offensichtlich. Und Orcamungus Horde bombardiert hier oben wieder. Die große Flotte hat sich inzwischen nach hier oben geschlichen. Ich weiß nicht, warum sie das getan haben, aber sie halten es für eine gute Idee, scheinbar. Das sind 40.000, aber mit dem würde ich mich super gerne anlegen bei Gelegenheit. Jo, da suche ich noch nach einem Weg, wie Brooks Bande sich da einmischen kann. Erstmal werden wir das ja einnehmen, ne? Und dann ergibt sich das hier oben, die Situation. Da müssen wir dann gucken. Haben die überhaupt eine Transportflotte dabei? Nö. Vielleicht brauchen die keine Transportflotten. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was deren Plan ist. So, auf jeden Fall geht es hier direkt weiter. Ups, Ressourcenspeicher voll. Was haben wir? Unser Einfluss ist voll. Okay, da kann man nichts machen. Unsere Mineralien sind auch gleich voll. Die Energie dann auch bald demnächst wieder so. Kimitar, wie sieht's denn aus? Habt ihr das ja inzwischen unter Kontrolle? Situation Log updated. Die lassen sich ja immer so leicht ablenken, die Typen, ne? So, und wo ist unsere... Ach, ist sie noch hier? Ja. Alles klar. Habe ich hier ein bisschen vergurkt. So, also die fliegen jetzt darüber nach Isharek. Es ist ja nur ein kurzer... Oh, was ist hier los? Grenzen geschlossen. Die Shabtak Partnership. Die Genogian Sovereign Colonies hat mit der Shabtak Republic Frieden ge... Schlossen, die haben wir jetzt also auch noch an der Backe. Okay, und damit sind die Genogian sind jetzt wieder frei, um sich mit uns zu beschäftigen. Flottenstärke erbärmlich. Also von denen haben wir erstmal nicht so viel zu befürchten. Ne? Ich glaube, die haben hier oben eine 10.000er Flotte mit drin. Ja, inzwischen schon fast 12.000. Also um diese Flottenansammlung werden wir uns früher oder später kümmern müssen. Das ist aber auch die einzige ernsthafte Flottenansammlung des Gegners, mit dem es hier zu, mit der wir es hier zu tun haben. So, wir gucken mal. In Neckar ist nichts Spannendes. Ja, genau. Die sollen mal so rumfliegen. Das wäre eine super Sache. Können die nämlich hier drüben gleich diesen Sprungpunkt mit kaputt machen. Das wäre schon eine gute Sache. So, können die hier oben nämlich gleich dieses Ding hier mit zerhauen und dann können sich die Genogian vielleicht gar nicht mehr so Situation richtig Log bewegen hier. updated. Das ist ja immer so meine Hoffnung. So, Invasion, da geht's los. Drüben auf Isharek. Debris Und die sind analyzed. schon komplett eingeknickt. Von der Moral her, ne, hier dieses Minus heißt immer Moral kaputt. Und dann fügen die 75% weniger Schaden zu. Bekommen natürlich trotzdem noch den vollen Schaden von uns. Und das ist eine super Sache. So, da haben wir einen kleinen Kampf Enemy gerade. planet secured. So, dann schicken wir hier. Ich hoffe, die erholen sich auch im Weltraum. Ich weiß es aber nicht genau. Dann schicken wir die gleich hoch. Ne, wir lassen erstmal.
Orkamungus Horde losfliegen. Nach hier oben. Und dann lassen wir die noch ganz kurz auf dem Planeten hier. So, der Admiral, der General, glaube ich, weiß, ne, hat eine Fähigkeitenstufe erreicht. So, hier hauen wir den, das Wurmlochportal kaputt. So, das war easy. Und jetzt fliegen wir in Bockhorn ein und machen da bestimmt Ähnliches. Na, also die haben hier ein paar Wurmlochportale auf jeden Fall noch verteilt. Sie sind nicht komplett hilflos, aber ich hoffe, wir können die hier ein bisschen, ne? Wenn wir das in Enif noch erledigen, dann, ja, dann sind die schon mal ein bisschen am Popo. Das wäre natürlich ganz cool. Das heißt, wir machen vielleicht noch einen kleinen Ausflug nach Enif, bevor wir nach Varna fliegen. Na, mal gucken, jetzt erstmal Wokon dran auf jeden Fall. So, haben die hier oben inzwischen eine Transportflotte oder was? Ne, die haben immer noch keine Transportflotte dabei. Gut, so. Ah, da kommt die Transportflotte. Das sind relativ wenige allerdings. Ja, die sind uns jetzt natürlich durchgeschlüpft. Die hätte ich also super gerne abgefangen. Hat Colony jetzt nicht stattgefunden. Colony established, wirklich jetzt? Ach so, das machen immer meine, meine ganzen Sektoren, ne? Die, ich wundere mich immer, wo diese Meldungen herkommen. Die Sektoren dürfen ja auch Kolonien errichten. Und das machen die scheinbar. Auch auf Planeten, die vielleicht nicht so günstig sind. Situation Log updated. Situation Log updated. So, da sind wir angekommen. In Bockhorn. Ah, genau. Und hier erstmal das Portal kaputt. Wunderschön. Und dann können wir jetzt von Iglomania. Von Iglomia, sorry. Dann können wir jetzt hier die Transportflotte einfliegen lassen. Ne? Da hinten die Wissenschaftsstation lassen wir einfach in Ruhe. So, was haben wir denn hier? Eine Festung haben wir verzerballert, einen Raumhafen und eine Wurmlochstation. Und der Flotte geht es trotzdem noch gut. Ja, die haben irgendwie keine Punkte eingebüßt dabei. Also die Waffenreichweite von XL-Geschützen ist bei sowas überhaupt nicht zu verachten. Oh, ja, die haben Krieg mit uns und eine 200er Flotte. Das ist niedlich. Aber nicht geeignet, um hier irgendwas zu verteidigen. Ja, und ich denke, wir werden Brux Bande dann hier so eine kleine Runde fliegen lassen. Gibt es Sinn, die hier so lange rumgurken zu lassen? Vielleicht. Müssen wir mal schauen. Ich will auf jeden Fall hier dieses Ding zerstören. Ich glaube, das wäre echt nützlich. Schauen wir mal. So, unsere Flotte fliegt ein. Brux Bande bombardiert in Wokon. Okamungus Horde ist hier unterwegs. Dann gucken wir mal nach Kimitar rüber. Wie geht's mit unserer Armee? Okay, denen geht's gut. Dann können wir die jetzt natürlich hinterher fliegen lassen direkt. Und hier direkt in den Orbit einfliegen lassen. Na, Okamungus Horde hat genügend Vorsprung, um da alles zu erledigen, bevor unsere Jungs ankommen. So, da ist Okamungus Horde auch schon. Machen da Stress. Hier oben wird jetzt die Transportflotte nachgeführt. Wenn ich da irgendwie eine Flotte jetzt hätte, um die abzufangen, dann wäre das super einfach, diese Flotte hier aufzuhalten, weil die dann halt für immer hier stehen bleiben im Prinzip und belagern, während keine Transportflotte nachgerückt kommt. Aber wie gesagt, die hole ich nicht mehr ein. Und dann sollen die es dann meinetwegen machen. So, was haben wir denn hier oben? Oh, eine 13.000 und fliegt denn hier? Die Folgen der fünften Abyssel. Die ist wahrscheinlich hier oben mit bei, ne? Nee. Ich weiß nicht, wo die ist. Keine Ahnung.
Das ist jedenfalls nochmal eine relativ große Flotte. Ja, da müssen wir mal gucken, wo die hinspringen. Vielleicht können wir die abfangen. Mit ein bisschen Glück. Unruhen, sie wollen Xenophilie. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht besonders xenophob, aber das muss ja nicht sein. So, Pazifismus, warum denn Pazifismus? Das stimmt ja mit euch schon wieder nicht. So, Bruxwande, wie weit seid ihr hier in Wokon? Fast fertig. So, jetzt folgen die der Sechsten und schließen sich hier mit denen zusammen. Problematisch, obwohl, die haben hier irgendeine Flotte abgegeben. Im Austausch, die sind noch 30.000 stark im Moment. Wo ist denn die überzählige Flotte hier hingeflogen? Hier unten, die ist es nicht. Interessante Frage, wo sind die? Sind es vielleicht die hier? Was haben die für einen Antrieb? Achso, die haben Wurmlochantrieb, ne? Sitzen die schon fest? Die durften noch nicht festsitzen. Hier, die gehören den Tebadoran. Die Teile, ich sehe im Moment keine, die den Genojin gehören, keine Wurmlöcher. Vielleicht sitzen die fest, ich weiß es nicht. Könnte sein. Da haben wir eine 4000er Flotte. Wo wollen die denn hin? Die wollen hier ihr System verteidigen, oder was? Nach Orestes. Nee, Orestes ist aber ganz woanders. Orestes ist hier drüben. Da wollen die hinfliegen. Und die haben auch eine Transportflotte dabei. Die fangen wir vielleicht dann noch ab bei Gelegenheit. Müssen wir mal schauen. So, da kommt unsere Transportflotte schon angeflogen. Bruxwande in Wokon ist soweit. Sehr schön, dann greifen wir unverzüglich an. Auf Krugfang bauen wir gerade noch eine Armee auf. Ja, das dauert auch noch eine ganze Weile, ehe die hier aufgebaut sind. Haben wir eigentlich noch eine... ja, wir haben noch eine Transportflotte in YouTube. Sehr hübsch. So, so langsam geht es hier los mit Taktieren. Ne? Wenn die nach Orestes fliegen, können wir da vielleicht was machen. So, hier haben wir den Raumhafen zerballert. Wir können also mit der Bombardierung beginnen. Da beginnen wir schon mit der Invasion. So, wie stark sind die denn hier? 3780 nur, das geht. Im Beta-System haben wir die Lockjaw-Kolonie aufgebaut. Okay, das freut mich. Ich denke, wenn die hier nach Orestes fliegen tatsächlich, dann werden wir versuchen, die da abzufangen. Die hier kommen irgendwie nicht mehr weg, ne? Die hängen fest. Die können da meinetwegen auch bleiben. Wenn die halt da hinten festhängen, da sind die uns sowas von egal. So, hier haben wir die erste Moral schon gebrochen, ne? Die Verteidigungstruppen hier, diese... ja, weiß nicht. Reservetruppen. Die haben wir immer nicht viel. So, was haben wir denn hier? Die industrielle Revolution. Okay, gut. Ist in Ordnung. So, die da oben sind jetzt fertig. Und da müssen wir mal gucken. Ups, einmal weg. Da müssen wir mal gucken, was sie jetzt als nächstes vorhaben hier. Die können ja wahrscheinlich noch springen, ne? Ah, die Genojin haben da gar nicht mehr viel. Die, ich vermisse die sechste. Ne, die sechste ist da unten. Die gehört aber dem Zinn-Regime. Okay, das heißt, es wäre ganz cool, wenn wir jetzt hier fertig werden würden im Wokon. Damit wir da gleich einen kleinen Ausflug nach Inif machen können. Okay, das hat uns gar nichts gebracht. Oh, wo sind denn unsere Forschungsschiffe? So, im Bete, ja, die sehen nicht viel. Entwickler, die können nichts machen im Moment. Ne, da hängt immer noch diese kleine Flotte hier rum. Na, passt schon. Das passt schon.
So, die sind hier halb fertig, sehr schön. So, dann schauen wir mal, was die da oben im Bagol machen. Enemy planet secured. So, Buchswande. Also sofort Ausfall nach Inif. Nirvana ignorieren wir erstmal. Ich habe sie jetzt hier wirklich auf diesen auf dieses Wurmlochportal hier abgesehen. Das würde ich gern vernichten. Und dann sind die hier nämlich komplett gestrandet, die Flotten. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Oh, hier sind wir auch schon soweit. Und dann angreifen bitte. Evading hostile fleet. Okay, wo und warum? Wir sind im Saunus-System. Okay, die fliegen hier einfach eins weiter. Alles klar. Hier haben die nur einen Planeten zurückgeholt, wie es aussieht. Haben die überhaupt einen Planeten zurückgeholt? Der Planet ist besetzt. Die haben doch gerade irgendwo einen Planeten zurückgeholt. War das nicht hier oben? Gibt es da noch einen zweiten Planeten? Marinius 2, der ist nicht besetzt. Nee, hä? Haben die es echt verkackt? Was sagen denn die Armeen? Haben die da eine zu kleine... Ach, hier, in Bagol war das, alles klar. Genau, da haben sie Meridian zurückgeholt. Gut. Und jetzt fliegen die nach Saonus, sehe ich das richtig? Die Folgen der sechsten... Der First Raider Strike Force, hier unten nach Kimitar fliegen die. Die Transportflotte. Die First Pelagic hat keine Befehle. Und die sechste ist in Saonus. Okay, also da können wir vielleicht eine Schlacht herbeiführen. Bei Gelegenheit. Und dann die Rückeroberungsbemühungen von denen total im Keim ersticken. Da müssen wir mal gucken. Erstmal kümmern wir uns auf jeden Fall um Inif. Invasion. Research complete. Oh, und Beforschung ist fertig. Was haben wir? Neues Zubehör, Klonsoldaten, Kommando, Trupps, geil. Genbanken filtern und kuratieren verfügbare Genome zur Verwendung für Klone. Finde ich gut. Eine galaktische Kampagnen. Lebensdauer plus 5, auch nicht schlecht. Fließende Formation, beziehungsweise fließende Flottenformationsvorlagen. Eine sehr schöne Alliteration. 93 Monate, 51 Monate. Flottenkapazität, ja, brauchen wir nicht wirklich. Günstigere Kriegsforderungen können wir immer gebrauchen. Das nehmen wir einfach mal. So, wie sieht's hier aus? Ja, wir machen alles kaputt. Alles. Situation Log updated. So, da kümmere ich mich gleich. Oh, schon vorbei der Kampf. Okay. Oder unser gerade Forschungsschiff weggesprengt oder so. Kann das sein? So, jetzt die interessante Frage. Was machen wir? Die hängen fest. Die können niemandem folgen. In Inif sind wir noch nicht angekommen, leider. Aber wir sind ganz dicht davor. Ja, und der ist auch direkt hier an dem Punkt, wo wir rauskommen. Das heißt, wenn wir da angekommen sind, sind die instant manövrierunfähig alle hier oben, vermutlich. So, die hängen da in Bagol rum. In Tersonia haben wir eine Transportflotte. Die verteilen sich gerade so ein bisschen, ne? Kann es sein? Und wenn die sich gerade verteilen, wäre es ja eigentlich der optimale Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Das ist gerade wirklich ziemlich optimal. So, Orca Mungus Horde, hier. Ein Blitzangriff bitte. Die
fliegen nämlich auch nach Orestes, ne? Ja, die fliegen hier runter zur First Raider Strike Force. Das heißt, da können wir die dann hoffentlich gleich mit erledigen. Und dann haben die nämlich keine Transportflotte mehr, um hier oben Scheiße zu machen. So, und da sind wir direkt in Enef. Wir machen hier den kaputt. Plopp. So, und damit haben wir die schon mal in ihrer Manövrierfähigkeit arg eingeschränkt. Die sind hier in Vokon gerade. Achso, ja, in Vokon hängt natürlich jetzt auch unsere Flotte fest. 30.000. Sind die stark? Bleiben die hier? Ich denke, die bleiben hier, ne? Ja. Die haben natürlich keine Chance, da jetzt eine Invasion zu starten, weil unsere Truppen da einfach sitzen und die sind stark, unsere Truppen. Auch wenn es jetzt nicht so viele sind. Aber da suchen wir jetzt einfach den Kampf. So, der ist Tebadoran Star Accord. Die sitzen hier drüben. Die Tebadoran, das sind die hier. Haben der Divine Yonder Alliance den Krieg erklärt. Wer sind denn die? Seid ihr das? Ja, genau, hier, ne? Das ist so ein kleiner Splitterstaat von denen. Mhm. Den haben die jetzt schon wieder den Krieg erklärt. Das haben die schon mal gemacht. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Scheinbar nicht viel. Ja, die hängen hier oben fest. Nicht mein Problem, würde ich sagen. Ja, mein Vorteil. So, also wir starten jetzt ein paar Gegenangriffe. Ne, einmal in Kimita, das wird ein relativ harmloser, für uns harmloser Gegenangriff. Und einmal hier unten in Vokon und das wird ein bisschen gefährlicher für uns. Die sind nämlich recht stark mit ihren 27.000. Ne, und wir halten hier mit 65.000 dagegen. Und da sind wir immer noch 2-1 überlegen. Passt schon, da werden wir aber ein bisschen was verlieren. Da müssen wir dann wieder ein bisschen was nachproduzieren. Die Flotte ist im Soll, ne? Die ist mit von den Korvetten her sogar ein bisschen über im Soll. Also von daher, alles in Ordnung, kriegen wir hin. Läuft. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich. Ciao, habt einen wunderschönen Tag.